Dann fange ich einfach an. Ja. Muss ich auch die Einleitung machen? Mir egal. Kann die auch machen. Ja, mach die mal. Bist du bereit? Hallo, da sind wir wieder. Mit ein bisschen Verspätung kommt unser Lesemonat Februar. Jetzt auch endlich mal. Wir erzählen euch, was wir im Februar gelesen haben. Wie viele waren es bei dir insgesamt? Vier, also drei Bücher und ein Hörbuch. Ah ja, Und bei dir? sechs Bücher. Kein Hörbuch. Ich habe eins angefangen, aber damit bin ich noch nicht durch. Willst du schon verraten, welches du angefangen hast? Nö. Okay. Ja, Ja, ich legst du los? habe das Hörbuch quasi durchgesuchtet, direkt am Anfang des Monats. Ich habe damit angefangen, als ich beim letzten Mal bei dir war. Ach ja, jetzt weiß ich auch Auf der welches du Autofahrt. meinst. Ja, Stimmt. das war nämlich Es kann nur eine geben von Caroline Kebekus. Und ich fand es so interessant, es war so super dazu zu hören, weil die das auch selbst liest. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören damit. Ich musste das immer auf dem Ohr haben. Beim Kochen, beim Autofahren. Das ist cool. Immer. Ja, und ja, worum geht's da? Es geht um Feminismus, es geht um Darstellung von Frauenrollen in zum Beispiel Videospielen, in Literatur, in Filmen, in Serien und so weiter. Also wie viele, sie beschäftigt sich damit, wie viele Charaktere wir so haben, mit denen wir uns identifizieren können. Und meistens ist es tatsächlich so, und das fand ich so super lustig, dass sie das aufgedeckt hat. Also mir ist es persönlich vorher noch nicht aufgefallen. Es gibt immer nur eine Frau. Wie? Oder es gibt meistens eine Frau bei Filmen oder sonst wo. Es gibt eine starke Frauenrolle und alles andere sind Männer. Wie heißt denn nochmal dieser Test, den man machen muss, den Film be bestehen soll? Irgendwas mit B. Da muss man so Fragen beantworten wie: Gibt es mehr als eine Frauenrolle? Spricht eine Frau mit einer anderen Frau und unterhalten sie sich über was anderes als über einen Mann? Und solche Geschichten irgendwie. Ja, Ja, ich das hab's beste nicht mehr. Beispiel fand ich ja persönlich die Schlümpfe. Stimmt. Ne? Du hast ein ganzes Arme Dorf voller Schlumpfine. Schlümpfe. Und du hast eine Schlümpfine. Ja, Und stimmt. dann hast du zum Beispiel ganz viele Schlümpfe, die verschiedene Sachen gut können oder die verschiedene Ticks haben oder so, ne? So ein Schlafschlumpf gibt es doch auch oder so ein Grumpy-Schlumpf. Und dann hat sie mal überlegt, was macht denn Schlumpfine aus? Sie ist eine Frau. Die ist hübsch. Toll. Hat Blumen. Hat die nicht so eine Blume im Haar immer? Keine Verdreht den Männern die Köpfe. Ahnung. Ja, auf jeden Fall fand ich es total spannend, was sie da so alles angesprochen hat. Und sie ruft auf jeden Fall dazu auf, dass Frauen ein bisschen mehr zusammenhalten. Ja, und weil Frauen sich halt schnell durch diese Darstellung in Filmen und Serien und generell überall sich versuchen auszustechen oder meinen, sie müssen gegeneinander antreten, weil es eben nur eine geben kann überall. Und weil sie dann meinen, okay, wenn ich nicht, dann, ne, Ja. dann ist es irgendeine andere. Statt Ja. einfach friedlich nebeneinander zu leben, zusammenzuhalten, als Team zu arbeiten, wie auch immer. Ja, Ja. und das auf sehr humorvolle Art und Weise, wie es, ne, also ich Caroline meine, Kebekus halt, eben. ne? Wollte gerade sagen. Also wenn man sie so als Menschen mag, als Comedie, wie sagt, siehst du, da geht's schon wieder los. Comedienne. Ja? Keine Ahnung. Gibt's da? Ich weiß es nicht. Comedies? Comedies. Keine Ahnung. Also die weibliche Form von Comedian. Komikerin. Du bist ja eine Du bist Komikerin. eine Komikerin. Nee, ich weiß Schön. nicht. Keine Ahnung. Comedian ist halt wieder ein englisches Wort. Da ist ja. Ja. Da ist wieder beides mit Ja. inbegriffen. Ach, keine Ahnung. Es ist doch blöd. Gut. Ja. Ich wusste vorher nicht, dass Caroline Kebekus sich dafür so einsetzt, für dieses Thema. Und was sie halt auch macht, ist ganz ehrlich zugeben, dass sie sich vorher nicht so viel damit beschäftigt hat. Und selber auch zuzugeben, was sie so falsch gemacht hat in der Vergangenheit oder was sie hätte besser machen können.
Ja, und also ich fand es insgesamt einfach sehr humorvoll, sehr ehrlich. Und es Ja, hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. so diesen Lernprozess müssen wir ja alle irgendwie durchmachen, früher oder später, ne? Habe ich so das Gefühl. Klingt auf jeden Fall spannend. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich musste jetzt direkt daran denken, dass du mir ja bei Pick My Soup hier ungezähmt ausgesucht hast. Und das schlägt wahrscheinlich in eine ähnliche Kerbe, ne? Ja, kann Könnte ich ich mir auch mir, vorstellen. also wahrscheinlich nicht so humorvoll, aber spannend. Und ich habe mich auch dann nach dem Hörbuch irgendwie so empowered gefühlt, weißt Ja? du? So ein bisschen, ich kann was anders machen. Das ist, ne, Ja. ich stecke nicht in dieser Rolle drin. Ich meine, das weiß man ja eigentlich, aber trotzdem ist es zwischendurch mal ganz cool, wenn es einem nochmal gesagt Auf wird. jeden Fall, klar. Ja, doch, war ganz schön. Also ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. Und ich würde es eigentlich allen ans Herz legen, das zu hören. Auch Ja. Männer. Damit sie merken, was läuft ja eigentlich falsch. Ja, das sowieso. Deswegen klare Empfehlung für alle. Sehr gut. Hör das. Ja, okay, ich habe den Wink verstanden. Ich habe es übrigens meiner Mutter auch direkt empfohlen. Die hat es jetzt auch schon durch. Ja, und sie war auch begeistert? Ja, Ja, cool. absolut. Schön. Gut. Machen wir weiter mit, ich habe was gelesen über starke Frauen auch. Sehr gut. Und zwar das Reich der Sieben Höfe. Ich hatte ja Ende Januar mit dem dritten Band angefangen, den habe ich jetzt auch beendet und habe direkt mit dem vierten weitergemacht. Also Band 3 hatte ich als E-Book, deswegen habe ich das gerade hier nicht dabei und Band 4 habe ich mir dann gekauft. Band 3 war übersetzt von Alexandra Ernst und Band 4 von Anne Brauner. Ja, ich kann über den Inhalt eigentlich gar nichts sagen, weil alles irgendwie spoilern würde und das möchte ich nicht. Deswegen sage ich nur was zu meinem Eindruck, ne? Also ich fand Band 3 super, Band 2 war bisher so mein Favorite von den allen und Band 3 war richtig cool auch. Band 4 war so, ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, dass das so nur so der Übergang war, um die Handlung für Band 5 zu ebnen. Es ist nicht so richtig viel passiert, es ist so, es war alles so Aufarbeitung von den Sachen gedanklich bei den Charakteren, die in den vorigen Bänden passiert sind und ich hätte den nicht unbedingt gebraucht, ehrlich gesagt. Also es war ganz nett, es hat auch Spaß gemacht, das zu lesen, aber es ist halt nicht so richtig viel passiert. Also so ein Lückenfüller mehr Ja, oder weniger. genau, irgendwie wie so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Sonderkapitel aus irgendwelchen Geschichten oder so. Ja, es ist auch total luftig gesetzt und dann sind da auch ständig leere Seiten zwischen. Und das ist in den anderen Büchern nicht so? Nee. Komisch. Also es ist halt, sind halt nur 300 Seiten, ne? Okay. Ja. Also wie gesagt, ich fand's, es hat Spaß gemacht, das zu lesen, aber so im Vergleich zu den anderen hat es echt abgeschwächelt. Abgeschwächelt? Abgelost. Genau. Ja. Schade. Ja. Das Cover finde ich auch tatsächlich nicht so schön. Irgendwie. Hattest du nicht auch gesagt, du hattest so Probleme mit den Ja, ich finde die alle nicht so super Covern? schön. Ja. Deswegen hatte ich ja angefangen, die auf Englisch zu lesen, weil mir die Englischen besser gefallen. Aber ich finde sie jetzt nicht hässlich, von daher. Nö, geht, Ich finde aber. auch vor allen Dingen, wenn die im Regal stehen, sieht man ja eh nur. Das stimmt. Nein, ist okay. Bist du dann jetzt komplett durch eigentlich? Band 5 gibt es noch. Okay. Und das ist aber, geht das mit der Geschichte weiter oder ist Ja. das irgendwie so wie bei Throne of Glass so ein Spin-off oder eine Anfangsgeschichte oder? Nee, das ist, es geht schon mit der Geschichte weiter. Allerdings ist das im Band 5 das erste Mal, dass das aus anderen Perspektiven erzählt wird von So, zwei okay. anderen. Ja, Also weil irgendwas hatte ich da im Kopf, dass irgendwas anders war mit Band 5. ja. Okay. Also die, ja, ich kann es halt jetzt nicht so richtig erklären, aber in die ersten drei, vier Bände sind im Grunde aus einer Perspektive beziehungsweise aus zweien und es switcht dann in Band 5 zu zwei anderen Perspektiven, die es aber vorher schon gab, auch beide. Okay. Ja, der Fokus wird so ein bisschen verschoben. Dann mache ich weiter mit unserem Buddy Read aus Februar. Und zwar war das Glück in 1000 Worten von Maria E.
Andrew, habe ich jetzt nachgeguckt, ja? wie sie ausgesprochen wird. Sehr gut. Ja. Finde ich ein bisschen seltsam, wie sie geschrieben wird. Andrew, ja. Ja, Andrew, genau. Übersetzt ist das von Hannah Fliedner und Katrin Segerer, die uns auch Belegexemplare zur Verfügung gestellt haben. Und erschienen ist das bei Dragonfly. Hier geht's um Anna, die von Argentinien nach New Jersey zieht, und zwar ihrem Vater hinterher, der ist schon etwas vorher da gewesen. Und sie muss jetzt halt nicht mehr nur das Schulenglisch lernen, sondern das richtige Alltagsenglisch. Und damit hat sie so einige Probleme. Genau, und in New Jersey lernt sie unter anderem Neo kennen, der in ihrem Englischkurs mit ihr sitzt und genauso wenig kann wie sie, also absolut nachvollziehen kann, wie sie sich fühlt. Am Anfang sogar noch ein bisschen weniger, ne? Nein, nicht. Naja, der spricht nicht so gut. Der ist Grieche, ne? Ja. Ja, genau. Und dann lernt sie aber auch noch Harrison kennen, einen sehr netten US-amerikanischen Jungen. Ja. Und eine neue Freundin wartet auch noch auf sie, findet sie auch. Da will ich einfach nicht zu viel verraten, weil ich nicht spoilern möchte. Es geht hier viel um Sprachbarrieren, ja, wie man die überwindet. Und was ich cool fand, war, dass zwischendurch Wörter oder Satzteile ausgelassen wurden mit Hashtags, um zu verdeutlichen, wie wenig sie versteht oder ja, ne, wie sie sich dann irgendwie die Bedeutung der Sätze herleiten muss mit nur wenigen Worten, die sie versteht aus diesem Satz. Genau, und es hat richtig gut funktioniert beim Lesen. Ne? Man hatte ja wirklich halt so, fand ich auch. Was haben die jetzt gesagt? Worauf ja wollen die hinaus? Das war schon richtig cool. Ja, fand ich nämlich auch. Und ja, so im Laufe der Zeit werden es halt immer weniger natürlich, dem ja Prozess nach, weil sie ja dann auch irgendwann besser Englisch spricht. Fand ich gut gemacht, auf jeden Fall. Und was ich auch gut fand, war die Mutter von Anna. Die hat ja auch relativ schlecht Englisch gesprochen. Und dass man da noch die Nuancen gemerkt hat zwischen Anna und dem Vater und der Mutter. Ja. Ne? Das, ja, das war schon richtig, richtig gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ansonsten gibt es hier immer zwischendurch Gedichte, wo Anna verschiedene Sprachprobleme aufgreift. Die fand ich auch ganz nett, obwohl ich eigentlich mit Lyrik nicht so viel anfangen kann. Weiß nicht, wie es dir geht. Nee, gar nicht. Aber die Gedichte waren ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich darüber nachdenke, die übersetzen zu müssen, dann dreht sich mir alles um. Sowas kann ich gar nicht. Ja, dann steckt hier natürlich auch noch eine kleine Liebesgeschichte mit drin. Und ansonsten fand ich es einfach eine sehr, sehr süße Geschichte, die ich gerne verfolgt habe und vor allem deswegen gern verfolgt habe, weil da auch einige spanische Sätze mit drin waren. Ja. Das war schön, da mal wieder ein bisschen einzutauchen in die Sprache. Fand ich auch. Und auch in die Sprachunterschiede. Genau. Hat mir also gut gefallen. Habe ich sehr schnell weggelesen und ja, richtig süßes Buch. Ja, und wir haben uns vorgenommen, da noch einen Booktalk drüber zu drehen. Mhm. Deswegen, wenn ihr da mehr Interesse dran habt, dann guckt den Booktalk, dann werden wir noch ein bisschen ins Detail gehen und ein paar Stellen vielleicht auch mal intensiver besprechen, weiß ich jetzt noch gar nicht. Mal gucken, was sich so ergibt. Ja. Ja. Genau. Gut. Ja, das hatte ich auch gelesen. Weitergemacht habe ich dann mit meiner nächsten Fantasy-Reihe, die ich beendet habe. Und zwar Elfenkönig und Elfenthron habe ich gelesen von Holly Black, bei CBT erschienen. Von Anne Brauner übersetzt, beide. Und ja, kann ich auch gar nicht so viel zum Inhalt natürlich erzählen, weil es Band 2 und Band 3 sind. Aber es geht weiter um Jude und Carden, die beide in Band 1 schon vorgekommen sind. Und um das Leben in der Elfenwelt. Jude ist ja ein Mensch und lebt als Mensch in der Elfenwelt, während Carden halt der Bruder des Königs ist. Und was ich super angenehm fand an dieser Reihe war, dass diese Liebesgeschichte oder generell eine Liebesgeschichte gar nicht so im Vordergrund stand. Ne? Also ich hatte, als ich angefangen habe, diese Reihe zu lesen, das total erwartet, dass das so eine
dass so diese Liebesgeschichte die Hauptrolle spielt in der Geschichte, aber es ist gar nicht so. Eigentlich geht es vielmehr um diese ganzen politischen Intrigen, Strategien, um da an die Macht zu kommen, wie es mit der Krone funktioniert und mit Erbfolge und Thronfolge und dem ganzen Kram. Und das fand ich total spannend zu verfolgen. Und deswegen hat mir das total Spaß gemacht. Jetzt bin ich durch mit der Reihe. Endlich habe ich meine Reihe abgeschlossen. Ja. Würdest du mir das empfehlen? Ja. Meinst du, mir gefällt das? Ich könnte mir das vorstellen. Also, ich fand das ganz cool. Ich finde, das geht so ein bisschen vielleicht in die Gossip Girl-Richtung. Nicht. Kennst du nicht? Sorry. Nein, aber du magst ja so diese mittelalterlichen Geschichten, sowas auch Total. gerne, ne? Und das ist halt, es geht in eine ähnliche Richtung halt nur mit Okay. Fantasy, ne? Cool. Ja, ich mochte das Klingt ganz gerne. gut. Kommen wir zu meiner anstrengendsten Lektüre im Februar. Und zwar habe ich das erste Buch von meiner 12-Books-Liste gelesen. Yay! Here I Am von Jonathan Safran Foer. Mein drittes Buch von ihm jetzt. Ich habe letztes Jahr Everything is Illuminated gelesen, nachdem ich von Extremely Loud and Incredibly Close so total überzeugt war und das super toll fand. Und ich weiß, dass ich mich bei diesem Autor immer auf etwas kompliziertere Lektüre einlasse. Das ist mir bekannt. Und da ich gerade ein bisschen Freilauf hatte, auch was die Arbeit betrifft, habe ich gedacht, ist ein guter Zeitpunkt im Februar. Und war es auch, weil ich glaube, das hätte ich neben der Arbeit nicht ausgehalten. Das war echt anstrengend. Also diese 600 Seiten auf Englisch und dann noch mit anspruchsvollen Themen, das war Hart. das war hart. Da habe ich mich zwischendurch schon ganz schön durchgequält. Aber du hast es geschafft. Hab's geschafft. Genau. Es geht hier um das Ehepaar Jacob und Julia Bloch. Block? Keine Ahnung, wie man die im Amerikanischen ausspricht. Das ist ein jüdisches Ehepaar. Das heißt, es geht auch viel um den jüdischen Glauben in diesem Buch. Grundsätzlich, obwohl die beiden nicht streng gläubig sind, aber trotzdem hat es ihr Leben auf jeden Fall geprägt. Dann geht es um den Israel-Palästina-Konflikt und um ein Erdbeben, das da in Israel war und das ganze Land in eine ziemliche Ausnahmesituation gebracht hat. Und wie das dieses Ehepaar eben auch beschäftigt, obwohl die in den USA leben. Und wie die damit reingezogen werden. Gleichzeitig wird dann hier noch so ein bisschen so eine Parallele gezogen zwischen dem Krieg und der inzwischen relativ zerrütteten Ehe der beiden. Ne, dass man, ganz interessant fand ich zum Beispiel, dass Kriege ausbrechen, weil eben ja auch Geschichte dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall ist es ja so, dass teilweise in einem Krieg, keine Ahnung, Jahrhunderte von Geschichte wieder aufgegriffen werden, wieder an die Oberfläche kommen. Ne? Und genau so ist das in der Ehe und diese Parallele zieht der Autor eben, dass man auch in der Ehe ja immer mehr Geschichte quasi hat und die immer mehr damit reinspielt. Das heißt, egal was man sagt zu dem anderen, es hat immer irgendwie eine etwas andere Bedeutung, wenn man das mit im Hinblick auf diese Geschichte liest oder die gemeinsame Vergangenheit, die man Das hat. kommt mir total bekannt vor. Ja. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Ja, Ja. genau. Was er hier super geschickt macht, finde ich, sind die Dialoge, weil du da zwischen den Zeilen extrem viel mitkriegst, was bei den beiden gelaufen ist. Du kriegst das zwar durch Rückblicke auch immer noch mal erzählt, aber es ist Wahnsinn, ne? Die haben so einen ganz einfachen Dialog, teilweise auch schwer zu folgen, weil er dann nicht sagt, wer das sagt, sondern man muss immer, je Ah, nachdem, okay. also Das kann schon hart sein, ja, ja. auch schwierig. Aber der hat das so gut hingekriegt, dieses zwischen den Zeilen und diese versteckten Botschaften, die von anderen Leuten nochmal mitkommen, ne? Also Wahnsinn. Die Dialoge habe ich echt gemocht. Was mir dann zwischendurch so ein bisschen auf die Nerven ging, war diese Rückblicke.
die immer wieder den Dialog oder auch die Handlung unterbrochen haben. Ne? Und dann hast du erstmal wieder Gedanken oder Rückblicke über zwei, drei Seiten gekriegt, die mit einem ganz anderen Thema wieder zu tun hatten, um dann wieder in die Handlung zurückzuspringen und weiterzumachen. Ah, okay. Und das Ja. fand ich irgendwann halt ziemlich anstrengend. Da hatte ich Kann ich keine Lust verstehen. mehr auf diese Rückblicke. Weil ich dachte, so, jetzt weiß ich genug über die. Jetzt Aber kann du kannst die sowas Handlung auch nicht weiter. überspringen, springen, ne? Nee. Ich kann sowas immer gut Nee, nee, nee. querlesen dann. Nein, nein, gar nicht. Geht dir gegen den Strich. Okay. Ja, deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch darauf einlasst, das ist nicht ganz einfach zu lesen, da muss man ein bisschen dranbleiben. Aber wenn man sich für diese Themen interessiert, für den jüdischen Glauben, für Israel-Palästina-Konflikt, generell natürlich auch diesen psychologischen Aspekt in einer Ehe, war das Buch interessant. Ich bin auch froh, dass ich es gelesen habe, aber ich bin auch froh, dass ich es durch habe. Gut, aber das muss man ja auch wissen, ne? Weiß man ja vorher nicht. Genau. Aber das hatte ich für dich ausgesucht, ne? Ja, also gut, dass es jetzt weg ist vom Sub. Gut, dass du es am Anfang gelesen hast und nicht so zum Ende hin noch mit reinkriegen So musstest. im Dezember, kurz vor Genau. Weihnachten. Ach, scheiße, das muss ich noch. Ist ja blöd, ja. Ja. Gut. Ich habe diesen Monat viel Fantasy gelesen. Letzten Monat. Das nächste war Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout, übersetzt von Sonja Rebeneck-Heidegger. Und Na, endlich. na, endlich, bei Das Heine haben wir verdient. erschienen, genau. Das ist ja das erste, was ich von Jennifer L. Armentrout gelesen habe. Von der hört man ja auch viel Gutes. Es ist auch viel Hype drum und auch um diese Reihe ist ja jetzt viel Hype und ich glaube. Gerade jetzt am Anfang des Monats ist Band 2 davon auf Deutsch erschienen und Band 3 erscheint auch im Mai schon. Also, ja. Es geht um Poppy. Poppy ist auf jeden Fall die Auserwählte, die Jungfräuliche. So, das sind so zwei sehr große Titel, die sie so auf den Schultern trägt und mit denen sie so durchs Leben gehen muss. Und das, man weiß am Anfang gar nicht so genau, was das bedeutet und erfährt das auch eigentlich erst relativ spät, was genau das bedeutet. Man weiß nur, sie ist die Auserwählte, was bedeutet, niemand darf mit ihr reden, sie darf mit niemandem reden, sie muss so total zurückgezogen leben und alles läuft darauf hinaus, dass sie an so einem Ritual teilnehmen muss und dann das Königreich retten soll. Was genau oder wovor sie da irgendwen retten soll, erfährt man aber, wie gesagt, erst so ganz häppchenweise, immer nur Stück für Stück. Und ja, sie ist halt, ja, ich weiß nicht, also es ist halt, dieses Worldbuilding ist, ich fand es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man so völlig allein gelassen wird über einen relativ langen Zeitraum darüber, was passiert. Und ich war dann auch überrascht, in welche Richtung das ging. Und sie kriegt dann irgendwann einen neuen Leibwächter, Hawk, der sie begleitet und da knistert es auch von Anfang an. Und es ist aber, ich habe relativ am Anfang einen Gedanken und eine Vermutung gehabt bezüglich einer Sache in dem Buch. Und als ich diese Vermutung hatte, habe ich alle Hinweise, die darauf hindeuten sollten, natürlich auch sofort gerafft. Und ich hatte auch recht mit meiner Vermutung. Deswegen war es so, ja, es war jetzt nicht besonders überraschend für mich, dass das passiert, ne? Aber im Großen und Ganzen habe ich es echt gerne gelesen. Und ich werde auf jeden Fall auch weiterlesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es hat einen großen Cliffhanger am Ende. Und ja, es hat Spaß gemacht. Es ist ein anderes Level als jetzt zum Beispiel Sarah J. Maas. Aber ich habe es gerne gelesen. Okay. Ja. War also spannend und hat dich gut unterhalten. Ja. Also es war zwischendurch so ein bisschen langatmig, ein bisschen so sehr repetitiv. Also alle Informationen, die man hatte, wurden immer wieder durchgekaut, ne? Und irgendwann dachte ich so, naja, ich habe es verstanden. Reicht jetzt Weiß ich auch. schon. Sag doch mal was Neues. Aber so, es hat mir schon Spaß gemacht. Ja. Gut. Dann kannst du ja die nächsten beiden jetzt auch direkt hinterher schieben, wenn die Ja, so schnell kommen. den zweiten habe ich auf jeden Fall auch schon bestellt. Und mal gucken, wann ich den lese. Diesen Monat nicht mehr. Ich muss doch so viel anderes lesen. Jetzt mit dem Pick mein Genau. Sub im Ja. März. Ja. Ja.
viel Fantasy hast du? Ich habe nur Fantasy gelesen, außer unseren Buddy Read. Stimmt. Apropos, der Buddy Read war bei mir auch die Challenge-Aufgabe. Ah. Also lies ein kurzes Buch mit etwas Pinkem oder Rotem auf dem Cover. Dann war das bei mir wohl auch so. Ja. Gut gemacht, Jana. Ja, was Pinkes auf dem Cover. Ja, wobei, hier ist so ein bisschen Pink. Ja, zählt auch noch. Na, und das auch, die sind auch nicht so lang. 380. Das ist auch immer sehr subjektiv. Ne? Das so ein kurzes Buch. Ich dachte ja eigentlich eher so unter 100 Seiten oder etwas über 100. Gibt es überhaupt Bücher unter 100 Seiten? Klar. Gedichtromane. Bände. Was? Also. Dürrenmatt. Die Physiker. Die ganz leichte Lektüre. Ich hatte ja auch erst überlegt, ob ich hier. Habe ich das hier? Nee, habe ich nicht hier. Farm der Tiere lese von George Orwell. Oder das hier. Harish Mangalam aus dem Zwielicht. Ja. Das ist auch kurz. Ja, ja. Ja, ja. Naja, kurz. Hier, da unten habe ich ganz viele dünne Bücher von Reklam. Da so Dantons Tod und so. Das sind richtig schöne Bücher. Ja. Sind immer alle ganz kurz und ganz dünn. Klar so. Ja, ich habe ja, Here I Am habe ich über einen ganzen Monat gezogen und musste immer zwischendurch mich mal wieder mit anderen Büchern ablenken, damit ich das damit ich nicht in eine Leseflaute rutsche, weil das ging ja echt kaum voran da. Ich hatte irgendwie, bei Here I Am habe ich gelesen und gelesen und dachte, boah, hast richtig viel geschafft heute. 20 Seiten. Boah, aber das ist halt auch Englisch, ne? Ich finde, Englisch dauert sowieso immer länger. Da braucht man, muss man dranbleiben, damit man schneller wird, ne? Ja, um reinzukommen. Also ich meine, ne, das ist, sind halt auch so Seiten, die sind einfach auch. Ja, ich meine, das ist ja an sich schon echt groß. Ja. Du hast natürlich zwischendurch so Dialogseiten, da geht's schneller, aber wenn du dann sowas. Ja. Oh, und dann geht's um Geschichte und den. Und dann auf Englisch. Oh. Ja, ist schon anspruchsvolle Lektüre, ja, das glaube ich. Ja, ja, ja. So, und deswegen habe ich mich zwischendurch abgelenkt mit Die perfekte Lüge. Mit einem Thriller, wie du das üblicherweise so tust. Ich weiß nicht, das Wetter war so beschissen am Anfang vom Februar, dass das ich stimmt. gedacht habe, irgendwie habe ich gerade so eine miese Stimmung, jetzt passt ein Thriller mal ganz gut. Aber irgendwas, was man halt auch schnell lesen kann. Ich glaube, darum ging es mir eher. Irgendwas, wo ich mal so durchrauschen kann, anstatt da Wochen mit zu verbringen. Also, Die perfekte Lüge von Michelle Sachs. Sachs? Keine Ahnung. Übersetzt von Judith Schwab und erschienen bei BTB. Habe ich von meiner Mutter in die Hand gedrückt gekriegt. Es geht hier um das Ehepaar Mary und Sam, die nach Schweden in ein kleines Häuschen gezogen sind und da jetzt irgendwo mitten in der Pampa wohnen, wo keine Leute sind. Aus den USA. Aus New York, glaube ich sogar. Das heißt, das ist ein ziemlich krasser Lebensabschnittswechsel für die beiden. Ja. Und Mary ist jetzt auf einmal so die Hausfrau, die selber Gemüse anbaut und ne, die macht alles selbst und leben, versorgen sich irgendwie selbst. So ein ganz, so eine 180-Grad-Drehung zum Leben vorher. So. Und es wird aus drei Perspektiven beschrieben. Und zwar aus der Perspektive von Mary, aus der Perspektive von Sam. Und irgendwann kriegt Mary halt Besuch von ihrer besten Freundin Frank. Und die Perspektive kommt dann auch noch mit ins Spiel. Frank ist aber auch ein ungewöhnlicher Frauenname. Mhm. Das stimmt. So, und dann gibt es in diesem Buch ganz am Anfang, da nehme ich auch nichts vorweg, das Baby. Welches Baby genau? Ihr Baby. Mhm. Und sie nennt es immer das Baby. Und ich dachte mir direkt am Anfang, als ich das gelesen habe, als sie selbst von ihrem Kind als das Baby gesprochen hat, habe ich gedacht, okay, so eine richtige emotionale Bindung scheint sie nicht zu diesem Kind zu haben. Und genau so war es dann. Also das, da nehme ich nichts großartig vorweg. Das kristallisiert sich relativ schnell heraus. Und was hier abgeht in dem Buch, ist einfach nur, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war ziemlich krank. Okay. Inwiefern? Also wie ich schon sagte, Mary hat keine richtig gute emotionale Bindung zu ihrem Baby. Und stellt Dinge mit diesem kleinen Wesen an, die ich hier nicht aussprechen möchte. Die perfekte Lüge. Und
Ich fand das zwischendurch so hart, das zu lesen, dass ich es dann weglegen musste. Dann bist du da doch wieder mit Here I Am Genau, eingestiegen. dann habe ich wieder zwei Seiten Here I Am gelesen. Und ja, ja, so schlimm war das andere doch nicht. Ich muss dazu sagen, es war schon spannend, aber ich fand es psychisch, also alle diese Charaktere haben so einen Schuss weg. Ich finde sowas ja Das gut, war hart. manchmal, ne? Also es soll ja oft so sein, dass man. Ja, aber ich habe bei Thrillern habe ich das sonst oft, dass man zumindest die Beweggründe noch annähernd verstehen kann. Ja, das haben wir noch keine richtigen Thriller gelesen. Also das sind auf jeden Fall Thriller, die mir gefallen, wo ich dann denke, das sind menschliche Abgründe, die sich da auftun, aber menschliche Abgründe, die ich irgendwo verstehen kann, Ja. aufgrund der Vergangenheit oder was diese Figuren durchgemacht haben. Ja, ich mag das ja gerne, wenn das so auf diese psychologische Schiene geht. Das, Ja, ne, das mag ich ja gerne. wenn es Gründe dafür gibt, ja. Wenn das so ist wie hier, dann denke ich mir, sag mal. Okay. Man weiß bei allen dreien nicht so, wem kann man trauen. Das sind alles, wie nennt man die? Unzuverlässige Erzählerstimmen. Dass man ist immer hin und her gerissen, so, kann ich ihr das jetzt glauben? Ist das, stimmt das, was sie da erzählt, oder ist das ganz anders Das gewesen? ist auch immer cool, finde ich. Ja, hatte was. Also es war auf jeden Fall spannend, aber ich finde, hier gehört eigentlich eine Triggerwarnung davor, weil Okay. das ist echt, also, das war hart. Aber wenn es trotzdem spannend war, ist es ja wenigstens etwas. Ja, mir ist zwischendurch echt schlecht geworden bei dem Buch. Ja, Ja. es macht mich ja jetzt schon neugierig. Kann's dir gerne mitgeben. Also man hat es auf jeden Fall schnell durch, hat es innerhalb von 3 Tagen dann auch weggelesen. Ist spannend und psychisch total durchgedreht. Das reizt mich schon. Ich nehme es gerne mit. Bitte? Ich gebe es dann Mama einfach erst später. Wenn das okay Ja, ist, klar. ja. Ja. Aber ich weiß noch nicht, wann ich das lese. Very, Sie very. hat es ja durch, sie vermisst es ja nicht. Okay. Danke. Spannend. Ich bin sehr gespannt, was du dann auch dazu Ja, sagst. ich auch. Weil ich meine, meine Mutter fand es offenbar so gut und so spannend, dass sie es mir unbedingt Hast du geben denn mit wollte. deiner Mutter da schon mal drüber gesprochen? Nee, noch nicht so Musst du sie richtig. mal fragen. Ja. Ich habe ihr nur zwischendurch geschrieben, als ich noch nicht ganz fertig war. Ich so, sag mal, was geht denn da ab in dem Buch? Ja. Ich will ja nicht spoilern. Ihr bitte nicht. So. Das war der Lesemonat, sehr durchwachsen. Ja, meiner war ganz gut. Deiner war auch nicht so durchwachsen. Ja, ich habe halt nur Fantasy gelesen. Ja. Das ist ja im Moment relativ gut. Läuft gut bei mir im Moment. Ich weiß gar nicht warum. Also, ich meine, ich lese ja immer jetzt gerne viel Fantasy, aber normalerweise habe ich so zwischendurch immer noch das Bedürfnis, mal was anderes zu haben. Aber im Moment steht mir gar nicht der Sinn nach, was der Realität näher kommt. Ich habe jetzt auch ganz stark das Bedürfnis, mich in andere Welten zu flüchten. Ich empfehle das auch sehr. Es ist gut. Ja. Gucken wir Naja. mal, ob im März dann mehr Fantasy bei mir dabei ist. Ihr dürft gespannt sein. Du, zwei Bücher wissen wir ja schon. Stimmt. Falls ich sie lese, kann ich auch Wie? einfach nicht lesen. Hä? Das ist eine Option? Klar. Warum machen wir das ganze Spielchen dann? Nein, man sollte es schon versuchen. Ja, gucken wir mal, ne? Gut, das war's mit unserem Lesemonat. Ich will immer März sagen, weil es schon Mitte März ist. Und ich denke die ganze Zeit, der Februar ist schon so lange vorbei. Was habt ihr denn so gelesen im Februar, falls ihr euch noch dran erinnern Ist schon so lange könnt? her. Genau, lasst es uns Berichtet, wissen. genau, berichtet das mal in den Kommentaren und sonst sagen wir bis zum nächsten Lesemonat. Bis Genau. dann. Tschö. Ciao.